Glück in der schönen Abend. 3, 5, 8, 9, 4, 3, 2. Ich mach doch gar nichts. Richtig hübsches Pärchen. Hallo? Was? Ich kenne den Mann noch. Hallo? Ja, das stimmt wohl. Dann nicht. Oder auf was, Melanie, war das? Haben Sie doch. Der Herr Max, der ist bestimmt gerade nur irgendwie wichtige Gespräche am Führen oder so. Ja, dann sagen Sie, der soll mich anrufen, wenn er da ist. Oh. Aber der steht doch hier vorne. Glaube ich, die Melanie wurde versetzt, Domo. Ja, aber der, vielleicht kann ja. Er ja den Weg gehen. Dann müssen Sie den Weg nicht mehr gehen. Ja, okay. Melanie! Ich hau ab, ich will das nicht. Oh Gott, nein! Oh, Scheiße! Ah. Alter Schwede! Nee, ich will das nicht. Ja, ich glaube, das können wir. Oh oh. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Komm mal mit. Hallo? Moment mal. Da sieh mich. Hallo? Bin ich hier falsch? Guten Tag. Hören Sie mich. Was möchten Sie denn? Der war mal ein bisschen, Verzögerung vom Hören, oder? Wer? Sie. Warum? Ich musste bestimmt fünfmal Hallo sagen. Das kann sein, weil ich wollte gerade telefonieren. Ach so. Ja, okay, dann will ich nicht stellen. Machen Sie. Ja, bitte. Jawohl. 13, jeden Abend, willkommen. Wir leben dich. Wir tanzen gut. Wir machen jeden fertig. Zweit. Wir, Melli und ich, wir beide reisen durch die Stadt, alle machen wir fertig, hauen um die Köpfe, was es so geht. Sie rappt, ich rapp, ich mach Beatbox, sie macht Beatbox. Ich rapp, ich kann das nicht so gut, aber ich kann es alles gut. Da drüben steht der Anwalt, schaut uns an, schaut auf Melli Popo, weil sie das gut kann. Fucken mit ihrer Popo. Das kann sie gut. Yeah! Thomas, kannst du mich. Hast du eine Waffe? Frau Melanie. Mhm. Kannst du mich töten? Ja, bitte? Ja, hier hinter Ihnen. Oh, Herr Marx? Ja, sind Sie der, das? Der Herr Müller müsste. Oder ist das nicht schon? Ich hab mich extra Eisen schick für oder? Sie gemacht. Der Marx. Habe ich schon gesehen, Frau Melanie. Ja, sag ich doch. Ja, bin ich nicht hübsch? Aber ist, ja, ist nicht Ihre Frau? Vielleicht gehen wir mal ein Stückchen mal zur Seite. Ja, können Frau, wir machen. Frau Melanie, bitte. Oh, das ist ja interessant. Meinen Sie, Sie können mich. Oh, ich bin eingeschlafen. Das ist kein Problem. Kopfschmerzen, nein. Bah. Guck mal von vorne. Sieht noch schlimmer aus als hinten. Bah. Willi. Nee. Ich muss hier raus. Ich muss weg. Oh Gott, ey. Das ist. Nee. Oh ja, ihr Telefon. Oh nein. Da kriegst du doch, keine Ahnung was, ey. Da kriegst du doch Ausschlag. Warum hat er eine Maske auf? Ja. Hola, ich bin eine Freundin von Melanie. Oh ja, grüße sie. Was kann ja, sie wird gleich wiederkommen. Die hat bestimmt noch Kopfschmerzen. Ja, das eine sehr nette. Habe ich mir das schon gedacht. Ja, ja. Ich gebe Ihnen mal eine freundliche Klaps auf Ihre Schulter. So, Klaps. Das ja. Wird schon wieder. Ja. Ja. Bisschen. Natürlich. Ich kann Ihnen aber auch versichern, jeder steht auf Melanie. Sie ist doch eine schöne sexy Frau. Ja, das kann ich mir gerade auch gedacht. Die ist was ganz ja. Besonderes.
Sissi, besonders ihre Popo. Der ist so schön rund und so weich. Oh, ja. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ja. Ich muss mal gerade für mich mal ein paar Minuten. Ja, machen Sie. Ich muss auch mal weiter telefonieren. Ich könnte heulen. Ich könnte weinen. Vielleicht. Ich verstecke mich hinter der Mauer. Vielleicht sieht die mich ja nicht. Ich brauche die Olga hier. Die muss mich rausholen. Oh, Möhr, was ist denn das für eine Brumme? Die sah ja angezogen dünner aus als wie jetzt. Olga, mach! Oh, nee. Ha. Oh. Da kriegst du ja. Oh, nee, was wächst dir da alles, ey? Da ist er. Oh, nein. Alter, was ist das denn für ein Mann, Max, ey, du machst eine Scheiße. Weil da krieg ich Schüttel, wa? Ohne Scheiß. Frau Melanie. Oh, jetzt wirft das Licht ja richtig Schatten. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Frau Melanie. Na, alles fett? Ja. Wo ist denn der Schinetze, wo wir hin wollten? Der hat zu. Der hat geschlossen, Renovierungsarbeiten, Frau Melanie. Wieso? Der ist zu. Der ist geschlossen. Fleisch ist aus. Fleisch ist aus. Wir müssen uns was anderes überlegen. Waren Sie beim Friseur, Frau Melanie? Ja, ich habe mich. Hab mich extra schick gemacht. Ja. Sie sehen hübsch aus, Frau Melanie. Dankeschön. Ich habe immer nur Angst, dass mir irgendwie mal vielleicht was rausflutscht. Wo? Wie wo? Ja, oben und unten rum halt so ein bisschen, ne? Aber ich dachte mir, Sie sind so ein kräftiger Mann, Sie können bestimmt gut zupacken. Ja. Ja, Frau Melanie. Ja. Ist das Ihr Auto? Nee. Ich habe ein Auto da vorne stehen. Vielleicht kommen Sie mal mit. Ja, okay. Gehen Sie vor. Nee, gehen Sie lieber. Aber Sie wissen doch, wo die Salami hängt, oder nicht? Wir kennen doch bestimmt einen schicken Laden hier in der Stadt, oder? Ja, lassen Sie mich vorgehen, das ist gut. Ja, gut. Max, immer Blick nach vorne. Upp. Frau Melanie? Ja, bitte. Was war da gerade für ein Geräusch? Das passiert hin und wieder, wenn ich mich viel bewege. Bin jetzt immerhin von da hinten vom Auto bis hier in einem durchgelaufen. Oh. Ein schwuler Freund von mir sagte früher mal Cortenance. Bei mir klappt das nicht so. Ja, ja. Lassen Sie sich ruhig gehen, Frau Melanie. Ja, den gibt mir auch immer. Falls Sie da
Mal Fragen haben oder so, wenn nächster Abend oder so ist diese. Können wir eine Pause machen? Ja, wir können kurz Pause machen. Hat es heute geregnet? Ja, wurde auch mal ein bisschen sauber. Hat mich gefreut. Das ist jetzt der hat man denn noch Hagel, Frau Melanie? Nee, Hagel hatten wir zum Glück nicht. Raphael. Können wir weiter? Ja, hier steht mein Auto direkt rechts. Kommen Sie ruhig. Aber Sie sind kein Nazi, also, oder? Was bin ich? Kein Nazi, oder? Wie kommen Sie auf sowas? Weil Ihr Auto rechts steht. Also, nee. Ich mache Ihnen die Türe auf, Frau Melanie. Das ist sehr freundlich. Warten Sie. So, Tür ist auf. Nett. Ja, bitte. Oh. Das ist ein... Ist das auch dieses Modell, was auf der rechten Seite tiefer gelegt ist? Ja. Warten Sie mal, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Wie komme ich jetzt rein? Warten Sie mal. Mach mich dünn. Ja. Ich, Oh, Entschuldigung, Frau Melanie. Huch. Entschuldigung, Frau Melanie. Oh, Sie sind aber echt ein starker Mann. Sie können mich bestimmt später auch über die Türschwelle tragen. Wieso habe ich denn jetzt drei Leder? Nein, sind zwei. Also, so. Die Ledersitze ist hier irgendwie ganz schön pelzig zwischen meinen Beinen. War alles pelzig? Die Ledersitz hier zwischen meinen Beinen. Ja, das ist ein Snapperleder, Frau Melanie. Das ist teuer. Ich glaube, der Pelz hier gehört gar nicht zum Leder. So was denn? Das will ich jetzt nicht so laut sagen. Die sind aber extrem saugfähig, die Sitze. Ja, ich merke das schon. Ich hoffe mal, ich komme hier gleich noch raus. Ich muss mal meine Tochter anrufen. Warten Sie mal. Okay. Oh. Augenblick bitte. Ja, kein Problem. Ja. Hallo, Baba. Warum haben Sie die Warnblinkanlage an? Soll das auf irgendwas eine Anspielung sein? Ja, bitte. Olga, Schatz. Ja. Wo bist du? Warum? Ich bin hier oben gerade gegangen im Feierabend. Ich bin noch im Norden. Was ist denn jetzt mit Essen? Was, du klingst so komisch. Brauchst du Hilfe oder irgendwas? Ja. Wo bist du? Ich komme sofort hin. In Los Santos, Engelchen. Wo da? Ja, weißt du, wo das Wasser ist? Der Brunnen da. Nähe vom PD. Da ist die wollen mich jetzt aber nicht erst waschen, oder? Da in Nähe von der Garage bei PD ist das. Ja, richtig. Da, bitte. Ja, schnell. Ja, ich versuche mich zu beeilen. Ja, bis gleich. Bis gleich. So, Frau Melanie. Ja, bitte? Wir fahren weiter. Ja, wohin denn jetzt? Zum Wasser? Wir fahren... Ich erkläre dir das gleich, Frau Melanie. Gänse, aber mit Wasser muss ich immer aufpassen, ne? Gänse Fleisch reinigen. Ja, das geht nicht. Aber bei Wasser muss ich generell immer aufpassen. Warum? Ja, die Fettlösbarkeit ist bei mir nicht so hoch. Da könnte es sein, dass sie verschwinden, oder was meinen Sie? Ja, könnte passieren, wenn ich Pech habe. So, Frau Melanie, bleiben Sie sitzen. Ich helfe Ihnen aus dem Auto. Okay. So, bitteschön, eins. Oh. Waren Sie das jetzt oder war ich das beim Aussteigen? Ich habe nichts gemacht, Frau Melanie. Ich habe aber auch nichts gehört, ist nicht schlimm. Gut. Aber lassen Sie uns mal lieber 2-3 Meter zur Seite gehen. Kommen Sie mit, Frau Melanie. Aber hier sind Stufen. Ja. Da vorne sind weniger, lassen Sie uns bitte daher gehen. Da haben Sie Haare schön, Frau Melanie. Ja, danke. Ich habe mein Tattoo vorhin auch noch abgewaschen extra. Oh ja. Das sind ja schon in Wonneproppen. Ja, danke, Sie auch. Kommen Sie denn, Sie kriegen das später hin, mich mal über die Türschwelle zu tragen, falls wir heiraten? Falls wir was? Falls wir mal heiraten.
Dann müssen Sie mich natürlich über die Türschwelle tragen. Ja, ja, ja. Natürlich, Frau Merli. Kommen Sie mit. Wo? Okay. Hier war doch irgendwo. Wo ist das denn hier? Kommen Sie mit. Sie sind aber recht schnell auf den Füßen unterwegs. Ja, danke. Ich habe heute sogar noch Sport gemacht. Ich war Fahrradfahren. Oh. Und? Mal, ich habe sogar noch den Sattel dabei. Wo ist der denn? Moment. Können Sie mal an meinem Finger ziehen? Wo? Ja, warten Sie. Ja, jetzt. Ja, da ist der Sattel. Sehen Sie den? Na, den lassen wir erstmal hier liegen, den holen wir später, ja? Uah. Wie ekelhaft ist das denn? Lucy Secret, vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Haut mal Liebe raus. So, Frau Melanie, kommen Sie, stehen Sie ruhig wieder auf. Ja, ist so anstrengend hier. Ja, wir sind gleich da. Okay, ich komme. Ja, da kommen Sie ein Schrittchen. Ja, okay, ein Schrittchen. Ich würde meinen, wenn wir uns nicht mehr kennen würden, Frau Melanie, würde ich Sie jetzt schon tragen auf Händen. Ja, das hört sich gut an. Ja. Oh mein Gott, Kollisionskurs, Achtung. Oh, das ist McDochter. Hallo Kind, hallo Kind. Ich konnte hallo. Mich nicht mal umziehen. Melanie? Ja. Ja. Guten Abend. Hilf mir. Ja, jetzt ich verstehe, was du meinst. Sieht die Frau Melanie nicht heute richtig gut aus? Ja, das... Melanie, das ist irgendwie mehr Stoff, du hast nicht gefunden, ne? Warum? Ja, das... Du, kannst du mal, guck mal bitte an der Wand, mein Schatten. Oh, oh. 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 Melanie, ich möchte wirklich nicht beleidigend sein, aber ich glaube, du hättest dir vielleicht etwas Vorteilhafteres anziehen sollen, weil bei der wenig Kleidung, die du anhast, sieht schon fast aus, als wenn du gar keine anhast. Wieso? Weil, weißt du, das Unterwäsche zum Beispiel, das verschwindet schon ganz. Doch, da guck dir mal von hinten die Haare an, die heute neu gemacht worden sind. Das ist richtig schön von hinten. Ja. Entschuldigung, ich hab... Tut mir leid, Melanie, das liegt nicht an dich. Ich habe falsches gegessen. Guck mal, unsere beiden Schatten im Profil sind wir nicht hübsch. Ja. Warten Sie mal. Frau Melanie, warten Sie mal. Die geht jetzt hier nicht, das macht er nicht. Schade. Das ist natürlich blöd. Frau Melanie. Ja. Sie müssen doch ausruhen. Setzen Sie sich doch mal kurz einen Moment hin. Oh Gott, bitte nicht. Ja, im Moment. Oh Gott, ich werde wieder nie wieder los. Entschuldigung. Oh, bitte nicht. Wo sind Sie denn jetzt? Ich sitze doch hier. Nee, Ihr Schatten meine ich. Das weiß ich nicht. Könnten Sie noch mal aufstehen und Schatten werfen? Ich bin verschwunden, ich habe gezaubert. So, noch mal hinsetzen. Wahnsinn. Was haben Sie vor? Ich will noch mal was gucken. Frau Melanie. Nee, das geht nicht. Schade. Oh, nee. Ich weiß schon, was hat das denn? Das ist ein ganz schöner Schmutzding. Das geht nicht. Ja, bitte. So, Frau Melanie, würde ich sagen, wir gehen uns mal reinigen. Komm, warum mit. Sollen wir uns denn reinigen? Weil man das Fleisch reinigen muss. Doch, das stell ich nicht so an. Das kannst du jetzt gleich bei der Frau. Woher recht? Was? Das hat er eigentlich das recht. Das ist deine Verabredung. Ich mache gar nichts am Reinigen hier. Kommen Sie, Frau Melanie. Ich nehme sie an der Hand. Ja, das ist sehr freundlich. Du kannst mich auch Gerrit nennen. Ja, Gerrit.
War doch richtig ausgesprochen, Gerre, ne? Ja, richtig, mein Täubchen. Wie viele Frikadellen hast du denn heute schon wieder in Dos? Ja, Frikadellen nicht so viele. Ja, was denn? Bin auf die zu 26. Och, Diet. So, hier ist das Wasser. Siehst du dich auch aus? Nein, ich habe eben geduscht. Nicht. Aber ich habe doch auch gerade erst geduscht. Es hat heute geregnet. Ja, nee, man muss sich ja mal richtig mal waschen. Wie, man muss sich richtig waschen? Ja, da, wo die Sonne nicht mehr hinscheinen kann. Ja, heute scheint die Sonne doch eh nicht mehr. Ja, aber trotzdem, wir gehen ja essen, da muss ja alles gut riechen. Aber ich riech so schön nach Hähnchen. Riechst du das nicht? Ist Moment, das, also, hier. Oh, oh, ist das irgend so was, ein Eude Toilette? Eude Hähnchen oder so? Ja. Ja, ins Wasser, Frau Melanie. Das schmeckt sogar lecker, wenn man dran leckt. Nee. Boah. Okay, einmal, aber nur kurz. Achtung. Ja, aber ins Tiefe. Wal, da bläst er. Kind, hol die Harpune. Danke, Strondi. Ich komme gerade vor wie Captain Ahab. Frau Melanie, Sie sehen... Guck mal, wie schön meine Haut jetzt glänzt. Ja, ich glaube, du musst sie noch einmal reinschmeißen. Du hast da hinten an linke Pobacke was vergessen. Geh noch mal rein, Moment, Melanie. Moment, das kriege ich hin. Oh, das erinnert mich an diesen Film. Kennst du den, Papa? Norbit? Nee, nicht an Norbit. Kennst du den Film Norbit nicht? Oh, mit, ja. Oh Gott, hast... Soll ich jetzt hier aufpassen, dass du wirst nicht gegessen, ja, oder was? Ja, oh. Kind. Bitte was? Wen essen wir? Ich habe gesagt, ich habe heute noch nicht viel gegessen. Ich dachte schon, ihr habt den Chinesen zum Essen eingeladen. Nicht. Oh, ich kam gerade aus Dienst und hatte nicht mal Zeit, mich umzuziehen. Sie ist aber schick aus. Oh, danke schön. Frau, ich bin schon Melanie. Nee, meine Tochter. Ja. Olga. Ja, bitte. Willst du dich nicht umziehen gehen? Kann ich mich umziehen gehen? Ja, hier dich umziehen und dann treffen wir uns mit der Melanie. Wo jemand in der Essen, Frau Melanie? Ich dachte, Sie laden mich ja, ein. Ja, der Chinese, ja, ich bezahle das, aber der Chinese hat zu, der hat kein Fleisch mehr. Oh, dann weiß ich leider auch nicht. Haben irgendwo die... so ein Candlelight-Dinner oder sowas? Kennen Sie vielleicht ein schickes Plätzchen? Oh, das oben im... Man könnte vielleicht so eine Art Picknick machen, oben in Norden am Strand, da gibt es Sonnenliegen, alles. Ja, dann machen wir das. Meinen Sie, da hält die Liege auch? Halten die Liegen gut? Du kannst liegen auf Handtuch im Sand, das ist nicht schlimm. Ja, aber nicht, dass ich wieder hinter den Sandball kleben habe, ne? Och, nee, wir könnten in den Norden fahren. Da ist ja auch, da ist ja auch das Meer und da könnte man sie freilassen. Ja, ja, okay. Früher haben die Deutschen mal gesagt, wenn ich mich aufgeregt habe, ich hätte Sand in der Mumu. Curtis, was? Was hat die gerade gesagt? Was haben sie gerade gesagt? Was? Die haben immer gesagt, früher, wenn ich mich aufgeregt habe, ich hätte Sand in der Mumu. Oh. Aber das war eigentlich ja dann höchstens auch nur, wenn ich am Strand Asmund, war. Asmund, ne? Curtis, du Vogel. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön für den finanziellen Support. Vielen, vielen Dank. Hauptmann Donnerschein raus, bitte. Ja, dann treffen wir uns da oben im Norden, wo dieser Bootshop ist, ja? Wo? Im Norden. Wo Shop? Bei dem Bootshop am Strand. Wo ist der denn? Ach, da. Brauchen wir aber ein schnelles Auto. Ja, treffen dann uns da. Mit meinem, ja? Ja, haben Sie ein Auto, Frau Melanie? Ich habe ein Auto. Da ist extra ein starker Motor eingebaut. Wie viele Personen passen da rein? Leider nur zwei. Oh. Ja, wir treffen uns, ja? So. Kommen Sie vor. Komm, Täubchen, wir gehen. Oh, ja, ab Gott. Zur Garage. Oh, das ist eine wandelnde Anmut bei dir, wenn ich dich von hinten betrachte. Mein Blut ist schon am Pulsieren. Oh. Aber nicht, dass du mir hier einfach umkippst gleich irgendwann, ne? Nee. Pass auf, dass das richtig pulsiert. Ja. Hast du gesehen, wie schnell ich die Treppe hochgegangen bin? Ja, du bist ziemlich fit unterwegs. Ja, danke. Aber wie fall ich dir denn so, Täubchen? Ja, vor allem gerade die Schattenspiele mit dir waren sehr sexy. Magst du solche Spielchen? Ja, klar. Ich hab einen Keller, Melanie. Echt? Ja. Hast du auch so Haken, so Fleischerhaken an der Decke hängen? Wie Fleischerhaken?
Ja, ob du Fleischerhaken an deinem Keller an der Decke hängst. Das ist doch keine Schlachterei. Hab ich nicht. Kann man ja auch für andere Spielereien nutzen. Nee, ich hab gar nicht hier offen. Ich hab ein Andreaskreuz da hängen. Ein Andreaskreuz ist auch nicht schlecht. Bis wie viel Kilo ist denn das belastbar? Bis 270. Oh, das wird knapp. Wie viel wiegst du denn? Ja, darüber rede ich nicht so gerne. Aber haben Sie schon mal meine Telefonnummer gesehen? Ja. Ja, dann wissen Sie eigentlich auch fast, was ich wiege. 66 Kilogramm. So ungefähr, ja. Das geht ja noch, hältst du am Maß hin. Ja. Ich habe auch Masken, Frau Melanie. Echt? Ledermasken. Vorne am Mund ist eine Öffnung, können Sie einen roten Ball reinstecken. Oh, das hört sich sehr gut an. So. Haben Sie die Maske dabei? Nee, habe ich nicht bei. Ist alles im Keller. Alles im Keller? Da sind die Lederklatschen da. Wo wohnen Sie denn? Ich hab ein Haus. Ein ganzes Haus haben Sie? Ja. Ja, da sind Sie ja schon besser dran. Locke, vielen Dank für die Donation. Dankeschön für den finanziellen Support. Vielen Dank. Dankeschön. Was? Kennen Sie den Hähnchenmüller? Hähnchenmüller kenne ich ja. Ja. Der hat einen tollen Namen, finde ich. Waren Sie mit dem schon mal zusammen? Ja, so ein bisschen halt, ne? Mit dem Herrn Müller? Ja, der hat mich halt im Fall Salami so ein bisschen beraten. Nein, ich meinte jetzt inniger zusammen. Nee, der ist mir zu dünn. Wann hast du denn deinen letzten Freund, Täubchen? War schon ein bisschen länger her. Oh. Geht hier ein Auto? Nee. Oh. Das ist mein Auto. Das ist aber... Was ist denn das für eine Frau auf der Seite? Das bin ich, vor 2 Jahren. Was ist denn passiert, Melanie? Wie, was ist passiert? Nichts. Kannst du... Ja, Radio vielleicht ausmachen, ja. Ja. Dankeschön. Wo wollten wir denn jetzt hin? Zum Bootsshop, ne? Ja. Da war echt weit weg, ne? Ja, kannst du Dach aufmachen? Ja, kann ich machen, aber ich glaube, da musst du auch einmal auf meinem Fahrer sitzen. Ah, nee, dann lass. Curtis, wie geht's dir? Alles klar? Dann auf geht's, ne? Nicht wundern, wer ein bisschen links lag. Hey, jetzt ohne Scheiß, seht ihr das? Die Karre hat wirklich links lag. Guckt mal hier. Wir heben bei mir auf der Seite teilweise mit der Reifen ab. Das ist leider vollkommen normal bei dem Modell. Der Wagen ist schon ein bisschen älter. Man hat mir gesagt, das muss so sein. Hast du dich angeschnallt? Naja, ja jetzt. Rafter, grüß dich. 3 Stunden geschlafen? Nur 3 Stunden? Wenn wir über irgendeinen Hügel drüber fahren. Ach ja. Manchmal spinnt die Federung so. Übertreib es nicht, wa? Wirklich gut gemeint, übertreib es nicht. Ja. Mir geht's gut. Dankeschön der Nachfrage. Hey, warum wackelt dein Auto jetzt so hin und her? Bleiben Sie doch ruhig sitzen, Frau Melanie. Ja. Besser ist das. Wahnsinn, ich habe eine gute Empfehlung. Bitte eine Linkskurve langsam fahren, Frau Melanie. Warum? Ja, wir haben jetzt schon starke Linkslage. Ich bin Profi, ich kenne mich da aus. Der hat aber auch einen Anzug, ne? Ja, der hat extra viel PS, 1500. Oh. Mit dem fahre ich Spitze 90. Waren Sie schon mal so schnell unterwegs mit dem Auto? Ja, war ich. Unglaublich, oder? Dann kennen Sie diesen Geschwindigkeitsrausch. Ja, richtig. Achtung, festhalten. Ja, der Wagen, der bricht immer so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, das kann ich mir auch nicht erklären, woran das liegt, Frau Melanie. Frau Melanie, darfst du was fragen? Ja, bitte. Ich meine, Sie sind ja eine Frau von Welt, ne? Auch ja. Eine Welt von Frau, muss man ja mal so ansagen. Ne? Ja, danke.
Frau Melanie. Ja. Ich bin natürlich ein Mann. Ja. Sie eine Frau. Wann hatten Sie denn Ihren letzten Freund? Oh, das ist jetzt schon so. Wie meinen Sie jetzt? So Telefonfreund oder richtigen Freund? Wie Telefonfreund? Ja, Sie müssen halt wissen über meine Vergangenheit. Ich habe mal bei so einer Hotline gearbeitet. Weiter. Ihnen ist eventuell meine außergewöhnliche Nummer schon aufgefallen. Ja, richtig. Ja, und naja, die ist von meinen alten Hotline. Ich saß da immer früher und hab halt Döner gegessen. Und die Leute haben mich dann angerufen und haben mir beim Döneressen zugehört. Und die haben dann einfach immer ins Telefon gestöhnt. Naja, und ich hab da Geld für bekommen. Und dann bin ich halt da weggegangen aus Spanien. Bin hier eingereist im Grunde. Ja, und dann haben die sich beschwert die ganze Zeit. Die haben dann immer noch Leute weiterhin angerufen. Oh. Und wollten mit mir sprechen. Ja. Und deswegen habe ich dann die Nummer hier direkt mit Weiterleitung bekommen. Und wann hatten Sie Ihre letzte... Entschuldigung, dass ich direkt so mit dem Haus in die Türe reinfalle. Wann hat sie ihren letzten sexuellen Kontakt, Frau Melanie? Oh, meinen Sie so richtig? Mit Anlauf? Wie mit Anlauf? Ja, dass er drin ist halt. Da brauchen wir doch keinen Anlauf für. Wieso nicht? Doch ganz normal. Ich kenne das nur ohne Anlauf, Frau. Frau Melanie. Dann müssen Sie sich auf einiges gefasst machen, falls es mit uns das wird. Oh. Sonst hieß es von meinem Ex immer, beug dich mal nach vorne. Dann ist er so eine Minute weg gewesen. Hat dann Anlauf geholt, ja, und dann ging es richtig los, ne? Hat er einiges zu graben gehabt, wa? Ja. Hätte sich mal so einen Anzug angezogen, kennen Sie das? Wie wenn Sie in die Kanalisation gehen? So ein Trockentauchanzug? Ja. Teilweise war das doch schon ein bisschen experimentell. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber hören Sie eigentlich, wenn Sie nachts mal die Äuglein zumachen, ne? Ihre kleinen Rehäuglein. Ja. Frau Melanie. Hören Sie da manchmal so tick-tack, tick-tack. Wie so eine Uhr. Ja, hin und wieder. Das ist quasi der innere Wecker, wann ich wieder was essen muss. Dann werde ich automatisch wach, greife einmal in meinen Nachtkühlschrank, ja. Bediene mich und dann schlafe ich eigentlich weiter. Oh. Haben Sie einen Nachtkühlschrank im Schlafzimmer stehen? Was habe ich? Einen Nachtkühlschrank. Ich habe keinen Nachtkühlschrank, ich habe einen Kühlschrank in der Küche, einen amerikanischen, so einen ganz großen. Ja, aber so einen bräuchten Sie halt auch nochmal im Schlafzimmer. Wofür? Ja, für Mitternachtssnack und sowas. Nee, ich esse ja nachts nichts, Frau Melanie. Wie? Ich esse nachts nichts. Warum soll ich denn nachts was essen? Ja, ist doch gesund. Ach so. Ich habe meine Ernährung auch extra umgestellt. Ich wusste ja, dass wir uns treffen. Da haben Sie dann kurzfristig die Ernährung umgestellt, so in den letzten 3 Stunden. Ich verzichte jetzt auf Cola. Oh, das ist schon mal lobenswert. Ja, ich trinke jetzt Fanta, da ist Orange drin. Oh. Das ist viel gesünder. Ja, das glaube ich. Ja. Nur für Sie mache ich das. Ja, das kenne ich in Ohren. Was gibt's denn eigentlich gleich zu essen? Schwein am Spieß. Echt? Ja. Haben Sie für sich auch eins mitgebracht? Wie? Eins habe ich. Wie nur eins? Ja, ein ganzes Schwein. Ja, und was wollen Sie essen? Ja, ich habe noch ein paar Schnittchen in der Tupperdose. Das geht schon, Frau Das Melanie. Hört sich gut an. Ja. Aber Ihrer Tochter ist auch klar, dass die nichts abkriegt, oder? Meiner Tochter was? Dass die nichts abkriegt? Ja. Hier ist aber echt romantisch. Ja. Ich muss mal anrufen. Oder da ist es schon, das kann natürlich sein. Oh, oh. Ja, da ist es schon. Oh, oh, oh. Was ist los? Bremsen. Das war knapp. Soll ich Ihnen raushelfen, Frau Melanie? In Ordnung? Ja, passen Sie auf mit der Federung. Ja, kommen Sie raus. Ganz schön Seitenlage, diese Fahrzeug. Jetzt. So.
Oh. Oh. In voller Anmut stehen sie vor mir. Ah, hast du Auto zugeschlossen? Dann können, glaube ich, hier runtergehen. Oh, ich muss den mal ausmachen. Genau. Ja, nicht, dass wir gleich nicht mehr wegkommen. Oder. Oh Gott. Ja. Die, ich habe eine ganze Sau für den Grill. Die will so. Die alleine essen. Oh, was? Ja. Oh Gott, ich glaube, ich habe da auch Hunger, Kind. Oh. Du musst mal mit der reden, das geht nicht. Ja, das muss wenigstens ein bisschen was zu essen für dich. Die frisst dir ja die Haare vom Kopf. Du hast die ausgesucht, Papa. Hallo, Täubchen. So können wir runtergehen, glaube ich. Ja, Olga? Ja. Ja, bitte? Kannst du mir einen Riesengefallen tun? Warte, ja. Warte mal eben bitte hier. Ich muss mal eben unter Frauen mit dir reden. Ja. Kommst du mal rüber? Ja, na klar. Bitte? Hast du die Nummer von Greenpeace? Warum? Dass du die anrufst. Ich soll Greenpeace anrufen? Ja. Weil? Damit die nicht wieder vorbeikommen. Ah, das wäre mir ziemlich peinlich. Ja, ich kann machen, keine Sorge. Ich mach das für dich, ja? Warte, ich rufe kurz an. Letztes Mal kamen die mit so einem Feuerwehrauto und haben mich nass gespritzt. Oh, ja, okay, warte, ich rufe an. Die wollten mich feucht halten. Oh, ja, natürlich. Warte, Kontaktanzeige in Greenpeace. So, oh, Moment. Du hast das doch jetzt nicht mitgehört, oder? Was? Du hast doch jetzt nicht mitgehört, oder? Nee, warte. Ja, hallo, spreche ich da mit Greenpeace? Ja, mein Name ist Olga Blino. Ja, guten Abend, ich habe eine wichtige Angelegenheit. Ja, und zwar, ich bin unterwegs mit meinem Papa und mit Melanie Kowalski, sie kennen sie schon, ne? Ja, richtig, ja, genau, die Frau, wo hat, ja, viele Falten, ja, richtig. Ja, die Frau, wo, ja. Ja, da, Träubchen, wo manche Sachen man nicht wiederfindet, den Falten, ja, richtig. Muss man Handgelenk mal ein bisschen ausschütteln. Ja, es geht darum, dass wir sind jetzt gerade am Strand und komm, ich möchte runter, sie bitten, Däubchen, dass sie kommen, nicht vorbei und spritzen sie wieder nass. Ja, richtig, so wie eine Wahl. So, komm. Ja, das möchten wir nicht. Kannst ne? du da also, runter? Sie brauchen nicht ja, kommen, direkt ins Wasser sehen, rein, Däubchen. Strand, ja? Echt? Ja, natürlich. Habe ich okay, schon oft alles gemacht. Klar. Vielen Echt? Dank, ja? Ja, klar. Wiederhören. Mach mal vor. Nee, kann gar nicht. Ich habe einen Anzug an. Aber du könntest Melanie, ich habe geklärt, könntest tauchen ja. gehen, Liebchen. Nee, ich kann nicht so gut schwimmen. Ich treibe immer ab. Ola, wo geht's denn hier runter? Ich würde sagen, die Treppe. Oh, warte, hier Treppen. Oh. Komm. Melanie habe geklärt, die kommen nicht vorbei. Gut, danke. Komm, Liebchen. Ja. Bitteschön. Habe ich doch gerne gemacht. Allzeit bereit, Freund und Helfer. Ich liebe, wie du dich bewegst. Ja, danke. Viele vergleichen mich ja oft mit Claudia Schiffer. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Echt, danke, sehr freundlich. Deine Haut glänzt so schön. Ja, ich habe mich extra vorhin noch mit Mehl eingerieben. Oh. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Melanie, ist dir was passiert? Täubchen, was hast du gemacht? Ich bin weich gelandet, nichts passiert. Wie? Bist du gestolpert, Engelchen? Ja, ein bisschen. Musst du aufpassen auf dich. Ein Ding, Dinger, das Ding hat zwicken. Immer schon. Ein Füßchen vor andere. Ja. Gott, lass dir ruhig Zeit. Ich glaube, hier kommen wir nicht an den Strand. Ich glaube, wir müssen ein Stückchen zurückfahren. Warte mal. Ne, wir können haben uns. Haben Paddel dabei? Wir können Melanie als Boot benutzen. Ne, das funktioniert nicht. Bitte auch. Was? Wo ist denn die Frau Olga? Weiß nicht. Da vorne. Lass mal hören. Also entweder wir fahren ein Stück zurück, dass wir kommen an den Strand, ja. Oder ein Stück da hinten hin, guck mal da, oder wir springen jetzt hier rein und schwimmen darüber. Ja, die Frau, wie soll ich denn hier rüberkommen? Wir heben dich an. Das kriegst du hin? Ja, ich bin Polizeioffizier, ich habe Kraft. Moment, echt? Täubchen, kannst du überhaupt schwimmen? Ich glaube, ja, also. Das schwimmt sowieso oben, Papa.
Ja, aber nicht, dass ein Fischer da vorne ist und meint, das wäre Treibjud oder sowas. Dann ist das Täubchen weg. Also wir schwimmen da vorne rüber, ja? Wir heben dich an und du springst zuerst. Wo und dann schwimmen wir rüber? Na, geradeaus da zum Strand. Oh. Sollen wir nicht lieber mit dem Auto zum Strand fahren? Ja, würde ich auch vorschlagen. Ach, was seid ihr für Lappens? Ach du Scheiße, da bin ich gerade runtergekommen. Ich gehe hinter dir. Du schwimmst oder du gehst die ganzen Treppen wieder hoch. Liebchen, ich gehe hinter dir, ich drück dich. Ja, das kann jetzt dauern. Dann geht das schneller. So. Oh. Wo ist denn deine Hand auf einmal hin? Oh Gott, was ich. Oh, meine Uhr ist weg. Warte, wer dann hier? Papa, ich muss fragen dich, warum bin ich eigentlich hier? Bist du später wieder? Oh. Das findet man, glaube ich, nie wieder. Immer hoch, feste. So. Oh, Entschuldigung. Oh! Oh. Oh. Oh Gott, Nick. Oh, Männer, ich drück wieder. Ja, pass auf nicht, dass du zu doll drückst. Ruck. Ruck. Immer feste. Früher war ich immer ein bisschen schneller, wenn jemand ein Feuerzeug dran gehalten hat. Kennst du das? Ja, der Zündungseffekt. Ja, genau. Ich meine gleich, ich kann nicht mehr. Olga. Ja, bitte, Papa. Was stimmt mit mir nicht? Ja, dass ich frage mich auch gerade, was nicht mit dir stimmt. Und vor allem. Seit wann habe ich Sommersprossen? Oh. Hast du mal einen Löffel bei, Kind? Und später darfst du dann immer Mama zu mir sagen, wenn du magst. Oh, mir kommt jetzt gerade wirklich hoch. Ich koche auch immer ein bisschen fettfreier dann. Oh, ja, so siehst du auch aus. Danke. Das stimmt. Bitteschön, das hast du schöne Tehen. Aha. Hättest du auch gerne so eine schlanke, schicke Figur wie ich? Ja, natürlich. Ich wünschte, ich wäre so schlank wie du. So. Arbeite mal noch 2-3 Jahre länger bei der Polizei, dann kommt das ganz von alleine. Ja, ich mache gerade Eschek-Diät. Mal gucken, vielleicht. Ja. Melanie. Oh. Ja. Liebchen, hör mal, suchst du vielleicht Arbeit? Oh. Ein bisschen, ja. Ja. So mal was für zwischendurch. Liebchen. Irgendwas Flottes. Ja. Was Schnelles. Pass mal auf. Ich hätte da vielleicht einen Job für dich. Ja, der wäre. Wie wäre das denn, wenn du mal Sheriff würdest? Bitte? Ich als Sheriff? Das wäre sehr interessant. Auf mein Wort. Würde ich dann mit der Olga zusammenarbeiten? Nee, da kenne ich einen Bekannten. Der sucht auch noch eine Dame. Okay. So, komm, wir fahren mal zum Strand runter, Liebchen. Aber meinen Sie denn, es gibt Dienstoutfit in meiner Größe? Ja, man gibt da im Baumarkt die Zeltabteilung. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Sofort. Klingt sie handwerklich begabt? So, warte mal grad. Ja, ich setz mich schon mal ins Auto. Ach, Klingen-Army. Wow, Daniel. Krawum, vielen, vielen Dank für 9 Monate. Dankeschön für den Resub, vielen, vielen Dank dafür. Ballert mal ganz viel Liebe raus und du bist weiterhin in der Familie. Danke, Daniel. Vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön, mein Freund. Und Dankeschön an die Com vom Daniel. Hallo. Hier. Was ist? Komm, wir müssen zum Strand, Kind. Also komm, zum mal. Strand. Nee, jetzt warte mal kurz. Nee, ich sag dir, du zum Strand, nicht. Du bist meine Tochter, halt, du hast zu hören. Nee, du. Abflug. Das ist schon schlimm genug, dass du bringst mich in diesen Zustand. Dann ist eine Traumfrau. Ja, das arbeitet aber nicht bei mir. Bist du verrückt? Oh, das wage dich nicht. Das ist schon schlimm genug, dass du nimmst mich mit hier in diese, was, wie soll ich nennen, Zustand. So, komm ab zum Strand. Ich will mal richtig in Wallung kommen. Oh, ich weine gleich. Liebchen, ich steige ein. Ja. So, gib Gummi.
Oh, jetzt der Berg wieder hoch. Vollgas mit 1000 PS. Oh. Wer ist richtig schnell dabei? Ich muss zwei Pferde sterben. Alpha, schlaf gut, danke schön. Vollgas. Das ist Vollgas. Ja. Oh, hier. Der geht fast so ab wie du. Oh, natürlich. Warst du schon mal verheiratet? Nee. Und du? Ja, eigentlich schon, ja. Mit wem denn? Mit einer Schulkameradin von damals. Ach du Scheiße. Ja, wir haben uns geliebt und das hat lange angehalten. Wie lange denn? 36 Jahre. So lange? Ja. Und jetzt? Warum nicht mehr? Ja, die steht zu Hause bei mir im Haus. Wie, die steht zu Hause im Haus? Auf der Fensterbank, Liebchen. Ach so. Ja, meine Oma steht bei mir hinter der Bar. Ja. Wie, ist sie tot? Ja. Also, herzliches Beileid. Ja, danke. Nicht, dass gestoßen war bei dem Arrestos, ja. Alter. Oh. Oh Gott. Oh, oh. Da hinten ist, glaube ich, Lagerfeuer. Ja, da können wir hin. Das ist romantisch. Doch, mal Greenpeace hat den Anruf. Auf jeden Fall, Manolo. Wer kennt diese Dinger hier? Hab schon so einen Mann jetzt bekommen. Er hat da 3 Stück von oder so. Wer kennt die? Oh! Ich kann das noch nicht. Warte, ich zeige euch das. Und sonst so? Wer kennt das? Hier ist doch hübsch, oder? Was macht man damit? Ich kann das nicht. Ja, hier ist richtig romantisch. Hä? Was? Oh. Hier geht voll die Party, oder? Ja, was macht man damit? Oh, hier ist wunderschön, ne? Hier war ich im Dienst mit meinem Freund einmal ganz kurz. Oh, das wäre mal zu schön, wenn ich kann auch mal sitzen mit ihm abends hier. Ja, muss nur aufpassen, nee, hat Schmerzen. Wenn du so ein Bikini oder Wave. So anhast, ne? Ja, das stimmt. Die dreht man nur und freut sich? Wie doof ist das denn? Ich mit meinem Freund gehen hier hin mal. Wer ist denn dein Freund? Oh, das Officer Smoker. Aha, der hat mich vorhin angerufen. Ja, das ich habe mitbekommen. Ich glaube, der will ein Date. Nee, ich glaube nicht, dass er will eine Date. Sicher? Oh, ich setze mich vorher. Scheiße! Oh! Scheiße. Warum machst du sowas? Falsche Muskeln. Das ist doch klar, dass das nicht gesund ist. Falsche Muskeln. Das ist gut, dass ich habe immer... Oh, was bei. Scheiße. Das ist sehr gut. Bist du stark verbrannt, Kind? Oh, geht. Das Gott bist Dank, du jetzt gar? Nee, alles gut. Nur ein bisschen. Däubchen, du kannst ja nicht mein Kind essen. Ja, aber wenn du doch eh knusprig durch wäre. Aber Melanie, du kannst dich abschminken, ne? Ich möchte dir mal direkt sagen, ne? So, jetzt kommen wir nochmal zu dem einen Thema, Melanie. Ja, wenn meine Freundin dich nochmal anrufen sollte, du keine Date mit ihm. Dass das schon mal klar ist. Okay. Ist in einer Beziehung mit mich, hat nicht irgendwie sich zu treffen mit anderen Frauen für ein Date. Für so ja, aber treffen, wenn der mich so ranruft. Will von dich irgendwas anderes, mir egal, aber nicht für eine Date. Und der hat sich sehr erotisch am Telefon angehört. Ja, der ist auch erotisch, aber nicht für dich. Oh. Ich glaube, der wollte ein Date. Er wollte sich treffen mit dich wegen irgendwas, keine Ahnung, aber nicht für eine Date. Das könnt ihr euch abschminken. Du musst wissen, fast jeder zweite oder dritte will ein Date mit mir, der mich anruft. Ja, das kann er sich mal ganz schnell aus dem Kopf schlagen. Ja, nee. Nur, dass du weißt Bescheid, ne? Von mir, wir kennen uns zwei ja schon, ne? Hast du nicht Date mit meinem Freund? Das kannst du mal vergessen. Ja. Hör mal, die Damen. So ein bisschen. Täubchen. Ja. Mal, du hast eben stehen geblieben mit deinem ersten Freund, mit dem ersten Sexualität. Oh. Hast du schon Kinder?
Nicht, dass ich wüsste. Ja, man merkt doch eine Geburt, Liebchen. Ja, eigentlich schon. Warst du denn schon mal schwanger? Nicht, dass ich wüsste. An meinem Wasser. Du musst immer schlucken, das ist wichtig. Ja, ich habe... Ja, natürlich. Das wie mit... Ja. Ja. Unterhalt euch mal weiter, ich höre euch nur zu. Ich bin eigentlich gar nicht da. Ihr habt Date, ich nicht. Warte mal. Ich passe nur auf. Was machst denn du jetzt? Ich muss mal gucken, warte mal. Oh. Aber nicht jetzt in der Öffentlichkeit anfangen einzu... Ne? Nee. Oh Gott! Warum hat mich mitgenommen hierher? Ich muss jetzt mal eine rauchen. Könntest du dir vorstellen, Melanie? 1, 2, 3 Kinder noch zu gebären mit mir. Ja, meine Mama sagte früher auch schon, wir sind eigentlich voll die Gebärmuttermaschinen. Gebärmuttermaschinen? Ja. Oh. Das wird so richtig flutschen. Ja, bitte nicht. Lass ich hätte gern noch einen Jungen und 2 Mädchen. Bitte? Sollten wir ihn kriegen. Oh, das ist halt immer nur so ein bisschen wie russisch Roulette. Wieso? Oh ja, das wie russisch. Warum? Oh. Oh. Ja, man weiß halt nie, welches Loch man trifft, ne? Bah! Du bist ziemlich direkt, Melanie. Ja. Passiert dann eigentlich oft, dass Leute, die mit dir so zusammen sind, sich mal ab und zu mal schütteln? Nee, warum? Na, ich meine nur... Oh. Ist dir warm? Liegt das an dem Feuer? Nee, das ist mehr so Schüttelfrost. Soll ich dich umarmen? Ja, wenn du das machen würdest. Ja, rück mal ein bisschen näher. Noch näher. Ja, okay, du sitzt eigentlich schon halb auf mir. Sitzt du eigentlich bequem? Warte mal, vielleicht können wir da was machen. Ich habe mich letztens bei einem Bekannten von mir in die Wohnung reingesetzt. Die dachten, er hätte ein neues Sofa. Oh! Vielleicht ist es wirklich gar. Ich brauche, glaube ich, mal schnell einen Arzt. So ist das romantisch. Guck mal, ich leg mein Beinchen. Ja. Über dir, unter dir. Sehr exotisch. Ja. Ich brauche einen Arzt. Warum? Echt? Warum sitzt du dich auch immer in das Feuer rein? Ich bin gar nicht daran gegangen an Feuer eigentlich. Naja. Ich rufe mal schnell an. Ich bin gleich bewusstlos hier. Kind, hörst du mich? Kind, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was ist los? Ich habe mich ziemlich doll verbrannt gerade. Oh, okay. Magst du Pommes? Was? Ob du Pommes magst? Ja, warum? Magst du ja die gerillten oder die langen dicken? Die langen dicken, warum? Ich mag eigentlich lieber die gerillten. Warum? Ich weiß nicht. Ist halt irgendwie so. Magst du Backofen-Pommes oder Fritteusen-Pommes lieber? Eigentlich Fritteusen-Pommes, aber dann müssen die noch richtig triefen, wenn man sie rausholt. Ja, das ist halt natürlich am besten. Was ich an Backofen-Pommes nicht mag, ist, wenn die Enden immer so schwarz werden und so knusprig. Die beiße ich dann immer ab und spuck die aus. Hinter die Tankstelle mit dem Schwimmen. Kennst du das? Ja. Das hat die mir alles schon am Mittag erzählt. Hast du das auch immer so? Die gleichen. Am Strand. Ja. Auch. Ja, ich auch hab mich verbrannt, aber wie? Auch. Würdest du das halt für mich abbeißen und wegspucken? Ja, könnte ich machen. Dass ich so essen kann? Ja. Das hört sich sehr nett an. Ja. Und was sind so deine Hobbys? Oh ja, danke schön. Außer Gewichte heben? Bis gleich. Schwimmen. Danke schön. Schwimmen. Schwimmen? Melanie. Oh, das ist ja jetzt nicht so ein Vorteil, ne? Und tanzen. Ich bewege gerne Massen. Echt? Ja. Ich bin auch eine wunderbare Tänzerin, wurde mir letztens gesagt. Könntest du das vielleicht uns mal vorführen, Melanie? Oh, bitte nicht. Ja, aber nur einmal, weil danach bin ich immer ein bisschen außer Puste. Kein Problem. Dann kann ich den Arzt gleich fragen, ob ich kann haben was gegen Übelkeit. Ja, warum? Ich habe nicht viel gegessen, Melanie. Echt nicht? Ja, deswegen mir schlecht. Ja, dann ist der Tanz jetzt aber, dann pass auf jetzt, ne? Nicht, dass du in Ohnmacht fällst. Och, nicht auch nur die Tanz 3!
Oh, da leuchtet was. Oh, oh! Das Schwein ist fertig. Das war nicht gut. Das hat er nicht gesagt. Da hat so was geleuchtet hinten. Ja, Öl geht bei hohen Temperaturen sehr leicht in Flammen auf. Riecht ihr das? Das riecht nach Hähnchen. Was hat denn da für ein Licht hinten bei dir geleuchtet? Wo du dich gebückt hast, Melanie. Hast du deine Stab ich weiß vergessen, auch nicht. Melanie? Was vergessen? Hast du vielleicht deine Stab in dich vergessen? Nein, was vergesse ich? Ja. So, ich tanze nochmal. Achtung. Oh Gott, wie schlimm. Achtung, ich bin gelenkig. Nur für dich. Oh. Achtung, jetzt der Bass weiter. Ja. 90, 60, 90 und das andere Bein auch. So wie in deinen Träumen. Ich dachte, übergib dich. Warum lachst du eigentlich so viel? Oh, lach ihn gesund. Ich versuche nur zum gesund werden. Das war ja gut, das kann ich verstehen. Ist das ein Einweggrill, der hier liegt? Kann man sich da drauf setzen? Lass dir mal ein bisschen Freiheit, ja? Nicht sterben! Oh Gott. Ja, das trifft jetzt ganz genau. Ich bin richtig am Schwitzen. Ich sitze nah am Feuer bestimmt. Ja, ich auch. Meinst du? Ja. Ich glaube, ich habe Albträume. Mir ist auch schon ganz heiß. Ich glaube, ich kann heute Nacht nicht einschlafen. Oh, ich werde angerufen. Ja, geh ruhig ran. Ich sitze ja eh schon am Grill. Ja, Moment. Ich geh mal ran. Einen Moment. Wo habe ich denn jemanden, die da habe ich? Oh ja. Oh Gott! Ich dachte, die sollte mich mitbringen, das Handy zum Date. Melanie Kowalski hier? Ja, oh. Hallo, Herr Sorgenfrei. Ja. Aber nicht mit meiner, oder? Oh, Gottes Willen. Papa, hier, was da, du Kowalski mir da aus Spanien. Oh. Wollten Sie das nicht? Oh. Da kannst du mir das twittern, @GerhardKellerine. Oh. Was macht die da am Telefon? Ich weiß nicht, die will auch nicht wissen. Sind die Medics weiß jetzt nicht vorbeigefahren? Ich bin gerade noch beim Date, sie stören eigentlich ein bisschen. Ja. Ja, die Zizi Lalaba, ich will mich dann später vielleicht nochmal bei ihnen melden. Gucken, wie das hier so ausgeht. Nee. Bis jetzt. Ja, können Sie machen, aber später. Ja. Warum soll ich Sie denn versetzen? Warum wollen Sie sich auf mich draufsetzen? Oh Gott. Was? Nee, so, tschüss, das reicht jetzt. Olga. Warum hast du mir das angetan? Hast du warum schwere Steine? 90, 60, ja, 90 und ich hab eine Schnur. Auch. Ja, da hinten am Strand bestimmt welche. Lassen Sie sich überraschen. Warum hast du dir das angetan? Mal, ich dachte, ich hatte Gefühle für die Frau, ja, aber wo die sich vor mir hingekniet hat und das Ding war am Strahlen da hinten. Pass rein. Olga, ich sage dir, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann auch nicht mehr. Ich will keine Frau mehr so sehen. Ja, das da kam richtig hier Licht raus hinten. Ja, ich weiß. So, hallo Täubchen. Wieso? Die suchen mich noch, aber irgendwie finden nicht. Warum finden die uns denn nicht? Ich weiß nicht, schon zweimal vorbeigefahren. Ah, jetzt. Oh. Da kommen sie mit. Komm mit, Täubchen, da ist der Arzt.
Vielleicht kann er dir auch das Licht rausnehmen. Welches Licht? Ja, du hast ziemlich gestrahlt beim Bücken. Ach so. Hinterladeantrieb aber auch, ne? Hä? Das ist doch Smoker, Frankie. Silent, grüß dich. Hallo, Herr Doktor. Hallöchen, die junge Frau müsste mal beiseite drehen und der junge Mann auch. Kennen Sie sich mit Hinterladeantrieb aus, Herr Doktor? Oh, danke schön. Nein, nicht wirklich. Echt nicht? Nein. Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn Sie ein Feuerzeug haben und dann den Furz anzünden, dann gibt das automatisch einen Schub nach vorne. Oh, das ist der Hinterladeantrieb. Sag mal, du bist doch Marco, ne? Ja. Hast du vielleicht noch was gegen Übelkeit? Gegen Übelkeit, Erbrechen und Albträume, irgendwas? Hast du was dagegen? Nein, gegen Albträume leider nicht. Gar gegen... nichts? Hast du was du mir kannst geben, dass ich kann nur damit schlafen? Ich kann... Du kannst bei mir sonst schlafen, wenn du nicht gut schlafen kannst alleine. Im Internet nach kleine Katzenbabys zu suchen. Ja, ich glaube, ich muss ganz dringend nach Katzenbabys suchen, aber hast du vielleicht noch was gegen Übelkeit? Mir total schlecht. Ich esse gerne kleine Katzenbabys als Snack. Das könnte vielleicht helfen. Oh, danke schön, vielen Dank. Alter, ist doch nicht normal, oder? Ich bin auf den Schienetzen. Dankeschön. Ich glaube, für meine Nacht wird heute nicht besser. Aber sie wiederholt natürlich auch sehr viel, ne? Ist sehr viel, was heute Nachmittag schon erzählt hat. Warum mache ich das nur? Aber ist schon geil, muss man sagen. Hilfe, ja. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ich hab zu danken. Heute außer Dienst? Ich war schon im Dienst, hab schon Feierabend gemacht, weil Papa brauchte mein Hilfe. Chris, mein Freund, vielen Dank für 2 Monate. Oh, vielen Dank für die Hilfe und wie lange wird dauern? Bleiben aber zurück von Verbrennungen? Wenn die Salbe fleißig auftragen wird, dann kein Name mehr. Oh, okay, dann ich frage meine Freund heute Abend und kann mir das einschmieren. Ich danke dir, Marco. Vielen Dank. Ja. Dr. Pedobär. Chris, danke schön für den Resub. Danke schön für 2 Monate. Ballert mal den Chat voller Liebe für den Chris und du bist weiterhin in der Familie. Vielen, vielen Dank. Haben Sie vielleicht noch so ein Pflaster? Dante, du Vogel. Für mich. Die hat doch letztens wirklich mit so einem T-Rex drauf, der sich selber einen runtergeholt hat. Die fand ich sehr amüsant. Es ist schön, dass ich wieder sein darf. Nee, bitte seitlich stehen bleiben. Die Grill-Action war grandios. Okay, warum seitlich stehen bleiben? Tom, grüß dich. Dante, vielen, vielen Dank für 2 Monate. Auch an dich. Vielen Dank für den Resub, mein Freund. Macht auch mal den Chat voller Liebe für Dante. Bilder. Vielen, vielen Dank. Don Julio, vielen Dank für... Alter, was ist denn hier los? Da kann ich nicht drüber reden, weil ich muss erst mit dem SB-Chef sprechen. Ihr seid bekloppt, ey. Aha. Okay. Aber sie machen jetzt keine Fotos hier, ne? Nein. Nicht, dass sie wieder... Don Julio, vielen Dank auch für 2 Monate. Dankeschön auch für deinen Resub. Vielen, vielen Dank dafür und du bist weiterhin in der Familie. Dankeschön. Und Matt Overlord, 4 Monate. 4 Months in a row. Vielen, vielen Dank dafür. Ballert mal den Chat voll und Marco, ich brauch du bist weiter bei Michi. Ne? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wie Hund meinst du? Erdbeermatt, ne? Okay, dankeschön, Marco. Ich hoffe es jedenfalls. Forti, grüß dich. Ich hoffe auch. Ich glaube, ich kann nicht schlafen. Chupax, wie geht's dir? Ich auch warum nicht? Oh, wir alle nicht. Wollt ihr bei mir schlafen? Ich kann mit euch kuscheln. Ja, danke, Melanie. Dankeschön. Ich kuschel lieber mit meinem Freund. Nee, ich kuschel lieber mit meinem Freund. Dankeschön. Zeilitu, ne? Auch so kuscheln. Oh nee, ich möchte mit meinem Freund lieber alleine kuscheln. Danke. Warum? Weil ich meinen Freund nicht teile. Ach so. Ja, und ich kusche lieber mit Benjamin. Entschuldigung, Herr Doktor. Ja. Die Junge, der Täubchen hier neben Ihnen, ne? Die Elfe, die hat irgendwie ein Licht in sich. Oh, ja, klar, das hat jeder. Was? Ja. Wenn man sich bückt. Kennen Sie das? Nein. Echt nicht? Täubchen zeigt ihm am Feuer schon. Bitte nicht, nein. Ich kann das heute leider nicht so ertragen. Also, ja gut, dann danke schön für die Hilfe, Herr Doktor. Mögen Sie Schickengeruch nicht? Was möglich? Schickengeruch. Nein. Okay. Nicht aufs Feuer springen. Dann kommt der Geruch. Warum nicht? Merito, grüß dich. Aber ich mag Hähnchen. Ja, ich auch, aber... ich stehe heute auch ein bisschen auf dem Schlauch. Sie müssen wissen, da ist gerade einer vom Kranich. Oh, ich stehe auch hin und wieder auf dem Schlauch. Also, wie? Suizid? Der arme Schlauch.
mein eigener. Suizid, Herr Doktor, oder? Ja. Oh, ist er bekannt wert, wa? Ja, das ist bekannt. Gab's einen Fettfleck? Ja. Täubchen, das sagt man nicht so was. Das ist war, das, war das der Herr Rambo? Nein. Schade. Das war ein SD-Mitarbeiter. Nicht der Rambo? Oh. Was macht der Fuß, also Gerrit? Besser, am, viel, am viel besser. Ich habe jetzt zigmal eingerieben. Zigmal eingerieben und gekühlt, Verband drum und so. Viel, viel besser. Also nicht mehr angeschwollen. So. Ja, Marco, danke schön für deine Hilfe. Vielen ja. Dank, ja, junger Mann. Gerne. Ne? Ja, gute Weiterfahrt. Ja, so, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend. Ja, auch so. Gleichfalls. Ja, ja. Melanie, bitte nicht ins Wasser gehen. Warum? Weil, ja, es dunkel ist. Und? Ich kann nicht so gut schwimmen. Soll ich irgendwie so eine Leuchtboje mitnehmen? Wow, Dark Matzer. Kann mir eine Taschenlampe an den Kopf binden. Wollen wir nicht lachen. Ich lache gar nicht. Dark Matzer, vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön für 2 Euro. Na gut, ich ballert mal Liebe raus, bitte. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die haben auch so Kling-Kling gemacht. Die haben so Glocken dran gehabt. Die haben so richtig schön im Wind geweht. Täubchen, sollen wir mal wieder in die Stadt fahren? Können wir machen, wird ein bisschen kalt hier, ne? Ja, frisch. Ja, ein bisschen. Sieht etwas. Okay, dann werde ich mal weiter. Danke, Herr Doktor, vielen, vielen Dank. Ja, danke auch so. Okay, tschüss. Tschüss. Komm, Täubchen. Ja, ich sprinte. Ja, ich sehe es. Wo ist Olga? Die ist am Schwimmen. Nicht. Die schwimmt, die kommt jetzt auch. Warum willst du denn eigentlich, dass deine Tochter kommt? Ist das nicht ein bisschen pervers? Wie? Wie meinst du das? Ja, du weißt schon, wie ich das meine. Nee, zu ihrem Auto. Ach so, zu ihrem Auto? Ja. Ich ruf die mal gerade an. Wo willst du in der Stadt hin? Ist sie ja irgendwo hin. Bitte, Papa. Kommst du, wir fahren in die City. Ja, wo fahren hin? Ich würde mal sagen, zum PD erstmal. Gut. So, komm. Meine Sahneschnitte. Oh. Wir haben schon, ich glaube, der Hinterreifen, die Reifen, nein, Täubchen. Ja? Oh, wir hingen gerade hingen die Räder in der Luft bei mir auf der Seite. Ja, dann muss er aufpassen, ein bisschen, nicht zu viel wackeln, ne? Ja, ich bin vorsichtig. Ich glaub, du bist ein bisschen zu dick für das Auto. Ich? Ja. Oh. Wer denn sonst? Vielleicht aber schlechte Verarbeitung vom das Auto. Das kann natürlich her, ne? Sein. Merkst du das? Wir haben schon wieder so eine Linkslage. Ja, ja. Nimm mit der Karre. Fällt gar nicht auf, dass du fährst, Täubchen. Warum? Hey, nur so. Kannst du mal Gas geben? Ich geb Vollgas. Auch wenn du fährst, werden wir jetzt nicht schneller. Ja, das glaube ich. Die Karre hat schon 1000 PS. Ja, das glaube ich auch. Dafür müssten 1000 Pferde sterben. Die wurden dann aber auch gleichzeitig zu Salami. Oh. Oh, Banane. Kannst du Salami besorgen? Was willst du mit Salami? Essen. Aber doch keine 1000 Stück. Warum nicht? Man kann die doch lange hängen lassen. Ja, da gibt's einiges, was schon lange, lange hängt. Deutsche. Was denn noch? Ja, da möchte ich nicht näher drauf eingehen jetzt. Aber wenn etwas länger hängt, dann schimmelt es ja hin und wieder auch, ne? Ja. Mancher Schimmel kann aber auch gut sein, Liebchen. Ja. Oh Gott. Ich leg den Schimmel gerne ab. Kopfschmerzen. Warte auf dich. Nee, brauchst du nicht. Fahr ruhig, Kind. Oder? Na komm. Wie viel haben wir denn? 42 noch. Oh ja, gut, sind noch ein paar Minuten. 18 Minuten. Starten wir das aber neu. Alter. Ist das ekelhaft?
Warum? Die meint, ist das so, wenn die jetzt eine Polizeiuniform anzieht, dann sieht die aber nicht mehr so dick aus, oder? So fett. Oder sieht die dann immer noch so aus? Also jetzt irgendwie. Wow. Leck mich die Füße. Wenn ich die mal hingehen treffe, schäle ich in der Banane. Aber die hat doch auch. Die hat doch auch. Ach so, das ist ein Skin. Da kriegt man keine. Ach so, wegen Bikini. Dann gibt es halt sie als Bikini. Oder das ist eine andere, ne? Die so ähnlich aussieht. Ja. Weil normalerweise hat sie schwarze Haare. Kann das sein, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ein Trailer, ne? Das ist doch ein eigenes Modell. Zwei Uniformen, musst du eine draus machen. Ach, nee, ey. Ja, richtig, mehr zum Liebhaben. Wow, Jörg Lisa. Jörg Lisa, warte. Ich weiß ja nicht, was sie jetzt noch gehört hat. So, bin wieder da. Oh, ganz das Radio. Oh, ist er laut. Dankeschön. Jörg Lisa, vielen, vielen Dank. Was hörst du so für Musik? Für den Sub. Dankeschön für deinen Support. Ballert mal ganz viel Liebe raus für Jörg Lisa. Und willkommen in der Familie. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hallo. Wie bei dir? Ja, das stimmt, Goldschirm. Hallo? Ja. Hörst du mich? Ja, natürlich. Was hörst denn du so für Musik? Kennst du Wolfgang Petri? Kannst du mal ein Lied anstimmen? Wir waren wie Pech und Schwefel und lebten in den Tag. Zum Teufel mit der Liebe, die Gefühle haben versagt. Okay, das ist sehr hübsch, muss ich sagen. Ja. Und was hörst du noch so aus der Wolfgang Petri? Ja, Musik. Was für Musik? Alles Mögliche, Melanie, und du? Ich gehe voll auf Metal ab und so. Ich stehe dann immer in der ersten Reihe und Headbange. Kennst du das? Was für ein Ding? Headbange. Ne, kenn ich nicht. Das ist, wenn man so mit dem Kopf ganz wild auf und ab wackelt. Also. Das geht mit langen Haaren, geht das eigentlich noch besser. Und du bewegst dich dann ganz schnell. Ich gehe dann voll ab. Die Leute sagen dann immer, das ist der Todesstrudel. Kennst du den Todesstrudel auf Konzerten? Nee. Das ist eigentlich, wenn Leute, sag ich mal, die ganz vorne stehen, alle auseinanderlaufen. Und dann, wenn der Refrain von der Musik losgeht, dann rennen die alle aufeinander zu und im Kreis. Und Ich habe das perfektioniert. Ich mache das halt alleine. Und dann sagen die Leute auch immer, da ist der Todesstrudel. Das ist wie so ein schwarzes Loch, so ein Wurmloch bei dir, ne? Das hast du jetzt gesagt, das ist nicht gerade sehr freundlich irgendwie. Wie? Das meinte ich aber nett. Ach so, ja gut. Dann habe ich nichts gesagt. Traum von Amsterdam. Kennst du das Lied? Ja, das kenne ich auch. Dann sing mal bitte. Amsterdam. Der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt. Allein in Amsterdam. Kennst du Lieder von den Ärzten? Warte, ich war letztes Mal beim Doktor, das ist schon. Warte her, der hat aber nie gesungen. Meint doch nicht die Ärzte. Was denn? Meint die anderen Ärzte.
Nee. Echt nicht? Nee, was denn? Dann muss man mal dieses Goggle benutzen. Mein Lieblingslied ist die fette Elke. Warum ist das denn dein Lieblingslied? Jetzt bin ich eingeschlafen. Oh! Das geht noch.